Moin Moin und hallo, Frosch im Hals, ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der großen Spielebibliothek von A bis Z, die exklusiv auf YouTube schon über 690 verschiedene Titel vorzuweisen hat und ja, möchte mit euch wieder ein neues Spiel daraus zocken und zwar ist es heute Echo Generation. Das Spiel ist optimiert für die Xbox Series X und S und ja, wollen da mal die ersten 30 Minuten reinschnuppern. Und zwar ist es ein Spiel aus dem Bereich Adventure, Mysteries, Strategie, ein kleines Indie-Game und ja, bleibt dran, dann starten wir auch schon die ersten 30 Minuten. Bis gleich. So, da haben wir es jetzt und starten auch schon direkt Echo Generation, optimiert für die Xbox Series X und S, aber auch spielbar auf der Xbox One, erhältlich jetzt noch im Game Pass und starten die 30 Minuten. Echo Generation, los geht's. Wir wollen natürlich ein neues Spiel starten. Did you wish to create a new fire? Yes, please. So. Ach komm, der ist fetzig genug, den zocken wir. Da. Schnell den Namen eingeben, aber das kriegen wir flink hin. Wenn wir uns nicht verdrücken hier. Geschafft. Blip. So, da sind wir auch schon. Gibt's auch schon einen Erfolg. It's me. Das ging ja fix. So, ich habe natürlich null Ahnung, was man in dem Spiel machen muss. Ich zocke es jetzt auch zum ersten Mal. Von daher fangen wir mal an. Pick up a cassette to listen to songs in any tape player. Okay, dann müssen wir erstmal ein Band finden. Was haben wir hier? Hockey Heroes, you found body check. A quick bump attack. Können wir gleich mal in Inventory nachgucken. Okay, Skills, Party, Items, Options, alles klar, geht's weiter. Yeah, wir haben Dollar gefunden, nice. Okay, Mail Monster, Subject, D&D. Hey, do you wanna play some D&D tomorrow? Hey, friends, okay. Muss nicht alles vorlesen. Sind auch nicht die wichtigsten Informationen jetzt. Denn wir wollen ja gucken, was noch alles auf uns zukommt. So, do you wish to sleep? No. Okay. No. Sonst können wir hier nichts machen. Okay, dann raus hier. Mom. Go have fun with your sister. Alright. Seriously. She's out of control. Get her out of here before this silly cartoon is over. But it's Rascal and Roski. The really educational show. Two squirrels beating each other up. It's not educational. But she'll be fine. Plus I'm busy today. Don't you leave the house without her? Or you can forget about your allowance for the rest of the summer. Okay, I see what I can do. Aber erstmal klauen wir das Cash hier. Jetzt haben wir schon mal 3 Dollar. Was ist hier mit der Blume? I remember when Dad used to eat with us. Okay, Mom still leaves a place for him at the table.
Okay. Der Kerl scheint abgehauen zu sein. Aber sie deckt immer noch den Tisch. A box filled up with fruit punch. Yeah, nehmen wir natürlich mit. Boah, so viel Geld liegt da rum. $5, jetzt haben wir schon 8. I wonder where Miozi goes every day. So, was haben wir hier? They do that in every episode. I can see why it's driving mom crazy. Okay. Oh, da haben wir schon mal. Alien Skin Eater Soundtrack. Soundtrack to the short film that you are making with your pals. Okay, bevor wir die Schwester jetzt voll labern, gehen wir mal kurz ins Zimmer und legen die Kassette ein. Yes, play. Unser erster Soundtrack. So, jetzt nehmen wir die Kleine mal mit. Hey, hey, wanna tag along with me today? Only if you bring something for me to decorate my room. How about a traffic cone? Okay, can do. Na gut, jetzt müssen wir was für Schwesterchen besorgen, damit sie mitkommt. Aber müssen gucken, was. So, was haben wir denn hier? Mom's old car. My dad used to repair it, but he hasn't been around for a while now. Just some garbage. Okay, was haben wir hier? Missing child. Have you seen this boy? Okay. Nehmen wir mal mit. Was hat ein Omachen denn zu erzählen? Hey, Grandma Mabel. Hello, would you like a cookie? They are freshly baked. Yes, please. A chocolate chip cookie. Na dann, danke schön. Uff. Sorry, no petting just yet. Why not? I'm a bit shy and I don't know you. I drop by more often. I have every short-term memory. I don't think I remember you when you come back. What if I told you my name? I'm just a simple dog. My name is not complicated. I could remember that. Tell you what, if you bring me a bone from the cemetery, I'll let you a bone. I don't think you should be eating that. There's a nice crunch to it, human bones. Oh, I'm not sure I want to pet you anymore. So, was haben wir hier? This is Michelle's treehouse. She keeps all her best merchandise up top. I'll let you up if you bring me some Christmas lights. Where can I get those? Well, by local analytics, we can deduce that it's summertime, so you might wanna look in your basement or storage room. We don't have a basement at our place. Guess I'll have to look in other people's house. Okay, sollen wir auch noch klauen? Ein Apfel. Okay. Hey, back off. Yeah, who are you? You're not legit walking around that. Can I get past? Oh, lots of temper this one. Looking for trouble. Go back home, Pa. You don't belong here. I can take you guys on. Oh. 3-1? Ha! You need to find some allies before challenging us. Yeah, we don't fight when it's too easy. Okay, alright, I find some. A real big, tall, tough guy would be the best. No, not some low level NPCs. This guy has no friends, we are safe. That was unnecessary.
Not sorry. Okay, können wir... Nein! Ey, back off. Skip. Also da können wir gar nicht lang. Da müssen wir andere Seite. Just some garbage. Hier können wir nirgendwo rein. Kann ich denn hier lang? Da ist nix. So, was haben wir hier? Just some garbage. This is a lot of solar panels. I wonder what they need all that energy for. Okay. Was haben wir hier? Ein Einzeln? Hey, you, stay back! There's an old fish in here and you can't have it. Ah, unser erster Fight! Okay, Punch, Body Check. One Skill Point. Wir haben zwei, dann machen wir den mal, den Body Check. Okay. Not bad. Perfekt! Okay, machen wir mal einen Punch. Perfekt! Ah, der war zu spät. Dann machen wir nochmal, versuchen wir nochmal. Okay, go. Ah, zu spät. Zu spät, sei schon zu früh. Schön geblockt. Na, jetzt aber. Nein, wir haben keine Special-Punkte mehr. Perfekt. Yes. Wir haben es aber geschafft. Nur die Frage ist, wie viel braucht er noch? Ah, 3 Punkte. Erstmal nehmen wir 5 HP. 10 HP. Wir nehmen erstmal den Apfel. Komm, schleck ihn. Schön abgewehrt. Und jetzt geben wir ihm den Rest. Zack, weg ist er. Victory! Juhu! 6 XP gekriegt. Was kriegen wir jetzt? Den Fisch? Just a smelly old fish. You found an old fish. Uh oh. Hey, what are you doing in my yard? Get back! Annoying little brats. Let's see, you try to dig around my trash with this lock in place. Oh, jetzt hat das aber übelst verschlossen. Das ist aber eine muffelig. Looks like it's locked now. So. I never seen any birds in this birdhouse. Oh, was haben wir hier? Mom's coffee! Danke. It's one of those missing kid posters. You found a toy truck. Dankeschön. Gleich mal geklaut hier. Und noch 75 Cent. Nehmen wir auch mit. Is that blood on the side of the fridge? This gate is locked from the other side. A dirt mound. Sackgasse. Oh, wir können auch laufen. Geil. Dann gucken wir mal hier weiter. Was haben wir denn hier? Oh, gehen wir einfach mal in die Garage rein. Can I have these empty gas canister? I give it to you if you can find me some metal pipe parts.
Where can I find those? From an old scooter or something similar could work. Okay. Hey, Mr. Magnus, can I have the wire cutter? I swap it with you if you bring me a quantum physics books. Where can I find one of those? There should be one in the downtown bookstore. Okay. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Do you need the screwdriver? I'll swap you that screwdriver for some cables. Alright, I'll look around. Can I have this bus pass? I need it. But it's on the floor. That's just how I store things. Everything in this garage is a part of my organization system. Not everything on the floor is useless. Case in point you. True. Tell you what, bring me some scrap metal and we can trade. Okay. Hey kid, I didn't see you come in. Hi Mr. Magnus, what are you working on? Oh, just some crazy idea I had about position fields. You look energetic today. Going on an adventure? What's a positron field? Oh, positron. It's what holding the entire universe together. All around us, oceans of particles are flowing. It never ends. Theoretically, it could open a passage through space and time. Looks like a teleporter. Can I try it out? More like a quantum vacuum that could suck you in and throw out on the other side of the galaxy if you survive. That is. Count on me. I tried. Tried out. There's great potential here, but it's unlikely that I could build one. I would need some parts that we on Earth cannot yet manufacture. At least not before another century or so. If I can get the subsystems emitter to hold the field at the high intensity. ZTI could test my hypothesis. I'll let you know if anything comes out of now. I can look for parts to help you out. Well, if you find an alien spaceship, it could have what I need. Otherwise, I could use some items. Look around for when you want, and if you bring me back my items, I trade you. Awesome! Okay, jetzt haben wir wieder ein paar neue Missionen zum Kram suchen. Was haben wir hier? Agada. I give you a toy truck for that comic book. Gah. Klar, tauschen wir. You found Flying Puck. A fast puck attack. Nice. Das hat sich ja gelohnt. Somebody here, a greenhouse. I never seen flowers like this before. Hier ist nichts. Wieder ein Poster. Okay. Ein Hundekampf. Grrr. Can I have that traffic cone? No, it does not follow proper procedure. Procedure? The procedure for disposing misplaced city equipment. A traffic cone redirects traffic in a safe and orderly manner, or there could be an accident. I can take care of it. I'll bring it back to the major. I have already alerted the authorities. Also, you are not a designated city official. Also muss ich da auch wieder was lösen. Was haben wir hier? Good morning. Believe Arius is spending this time in the treehouse today. Thanks. It's my pleasure. Okay. This parking doesn't follow proper procedure. What?
I have to alert the authorities. Keep an eye on it. The owner could come back at any time. Okay, dann nehmen wir uns das Sandwich noch mit. 8 HP. Garbage. Dann nehmen wir uns den Cone mit. Yes. Und dann können wir nämlich zu der Schwester. Aber erstmal checken wir hier noch ab, was hier ist. Chip, chip. Nehmen wir auch mit. Da können wir nichts machen. Bus. So, fangen wir hier an. Was hat er für uns? So, what? Who's that? You're looking for a fight? Okay, punch, punch. Gucken wir mal. Minus 4. Ah, der war nicht gut. Dann punchen wir ihn jetzt. Was macht der? Geblockt. Dann, wir haben keine Special Points mehr. Perfekt geblockt. Und go. Gib ihm den Rest. Yes, wir haben Cash gekriegt. Und XP. Level up. Juhu. Level up. Select a stat to upgrade. Okay, mehr Health. Mehr Stärke. Oder mehr Skill Points. Wir brauchen mehr Skill Points. Nehmen wir die erstmal. Weil zwei sind ein bisschen zu wenig. So, was haben wir hier? Hi, Will. What are you up to? Hey, I'm just doing some things for my mom. What about you? What are you up to? I'm looking for Arius. Have you seen him? Nope. Maybe his butler knows. Thanks, I'll ask him. By the way, did you see the explosion around the cornfields last night? I caught a glimpse of it when I was chilling out on my rooftop. Might be some sort of experiment with TNT or something. Exactly how the invasion in Bancilla started. Must be the end of the world, Mr. President. Time is running out. Time is all we have left. Haha, nice. How's the script coming along for Alien Skin Eaters? Oh, just a couple more pages left to do. I'm looking for a good ending. And a love story? No, it's an action or a science fiction bonanza. All through. A love story could be good for that, for some drama. I need to do some research to be sure I fully understand the genre. So, do you have anyone in mind for the part? There's no one. Well, I can help you with your research in a theoretical way, of course. Dear, when do we start? How about you join me in downtown tomorrow and we can do a research date? Invitation accepted. You'll need to take the bus. I think I saw a bus pass somewhere. Okay. That would be great. I think I saw a bus pass lying around Mr. Matthews' garage. Yeah. Thanks, I'll check out. Good luck. So, was haben wir noch? Nichts mehr. Jetzt können wir erstmal Schwesterchen holen. Und da hat sie ihren Cone. Hey, can I have that traffic cone? Ja. Yeah, let's go. Lily has joined the party. Okay. So. Yes. Siblings. Siblings unite.
You already have a cookie. Come back later when I've baked it on your batch. Was war jetzt mit ihm? Der will doch den Knochen. Was wollte der hier noch? This is Michelle's trio. She keeps all her best merchandise up to Christmas lights. Ja. Dann versuchen wir erstmal die. I see you brought some backup. If you want to get past, you'll have to beat us all. It's not too late if you want to change your mind. I'm not afraid of you raccoons. The little one is talking. So rude. We are going to have to teach you a lesson. Alles klar. Dann packen wir mal den ersten. So, wie war das noch? Den. 8. Okay. Na, es war zu spät. Die macht einen Fußtritt auf ihn hier. Hat gepasst. Ah, zu spät. Verdammt. Wir brauchen erstmal ein bisschen Heilung. 5 HP müsste reichen. Und nehmen wir mal das Sandwich. Hier haben wir nur 10. Ha, abgewehrt, Kollege. So, du kickst den weg. Perfekt! Und ciao. Schön geblockt. Wie viele Punkte haben wir noch? 5. Dann versuchen wir, den hier platt zu machen. Ah, shit, daneben. Aber immer noch 4. Ah, wieder zu spät. Sie muss geheilt werden. 5 HP. Komm, trink! Ey, was? Das ist schon perfekt. Dann ballern wir den noch mal einen rein. Der sitzt aber. 8 und weg. Na, hervorragend. 3 abgezogen. Schön abgeblockt. 1 SP haben wir noch. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Ah, wieder zu früh. Verdammt. Aber dafür gibt es ihm einen guten Tritt und yes! Dürfte er noch. Was hat er? Block it. SP haben wir keine mehr. 5, also noch 2 Treffer. Und sie tritt ihm jetzt auch noch ein und dann ist er weg. Yes! Wir haben die Gruppe besiegt. Geil! You found short jab, a nimble attack, nice, victory, und wir haben $10 zusammen, yes, beide Level 2. Okay, was soll sie kriegen? Sie braucht erstmal mehr Stärke, ne, sie kriegt auch ein bisschen mehr Skill, machen wir das, dass beide genug Angriffspower haben. Oh, warte, wir haben den Mülleimer noch nicht durchsucht. Da ist auch nichts drin. Da können wir auch nichts machen. Können wir hier rein? Nein. Oh, Triple Trouble. It's just some garbage. Maple Road. Okay, was können wir hier machen? Was haben wir hier? Leave your alien! But I'm not an alien. False alarm about Operation Landfall. What's Operation Landfall? Wait, who are you? I'm the top Steve Howe. And you're Mr. Dumont. I spoke too much. No, nobody.
can know about this. Sorry, I'm just a bit on the edge. I'm getting lots of signals lately. Everything is beeping. Are the aliens coming? Who told you that? I saw it in a cartoon. They like ice cream. Ice cream? That's good into a great into in fact. Could it be the weakness? We might stand a chance. After all, hey Mr. Dumont, we are making a movie about aliens. Do you want to be in it? Indoctrination of these masses through moving images? That could help us, of course. What are you thinking? It sounds like you have a lot of electronics in there. Maybe we could use it in an army field headquarter? Unfortunately, that would not be historically accurate. Also, this is my secret trailer base, and more importantly, my BC-22 volt transmitter's down. I don't think anyone will notice. Everyone knows about the BC-22 volt transmitter, except my ex-wife, but she's a bit delusional. If only I could find a way to get that BC-22 volt repair book from the bookstore downtown to fix it. Too bad I can't leave this operation board. I might miss a central communication from the invaders. Makes sense. Noch mehr Aufträge, die wir erledigen müssen. Was haben wir hier? Hey, you look a little strange. Are you supposed to be a puppet? But we are all puppets. Can I hold you? Lovely invitation, but I'm not into little humans. What about bigger humans? I'm into puppets. Puppets! In fact, I'm looking to raise an army of puppets. I have some dolls you can borrow, but they are at home. You can't be serious. I'm talking business here. Word domination, not child's play. Oh. I used to be a warrior, but then they demeaned me different. Oh, what? Das war zu schnell. And they said me defective, I'm optimized. Then I ran away with my friends in a stolen vehicle. You have to believe in yourself. Precisely. Believe in yourself and get revenge. Revenge? If you help me raise my army of puppets, I give you this key I found. Interested? Looks like something I could use. Okay, immer mehr. Da sind dicke Ratten, die wir bekämpfen können gleich. Hier ist Garbage. Oh, some Cash. Oh, some Coins. Und da ist die Garage, aber die müssen wir vor den Ratten befreien. Oh, was haben wir hier? Hey Kid, be careful when you're walking on the road, there might be traffic. But you are blocking the road. Sure. We are on the lookout for a serial killer. What does he look like? He's really vicious, extremely perverted. He kill all torture without a second thought. You could be sleeping thinking that you're safe and then bang! Next thing you know, you wake up in a cage and are forced to do unspeakable things. Like eating cat food or listening to electronic music. Scary! How do you know all this? We have our sources. Blocking this road is our current plan. But we are trapped in this town with a serial killer. That's police investigation procedure 101. PIP 101. Limit resources. Limit operation until the killer is out of options. Until all the kids are killed? Don't worry, you'll be safe with us around. We are working hard on this case. Oh, what are you drinking? Matcha latte. I haven't tried that. It's from that few place downtown called T-Tunes. Tell us about the rats. Alright, there's a giant rat just over there. Look kids, we can't work on this on two cases at the same time. Yeah, that's nothing to be concerned about. Giant killer rats, it seems like something to be concerned about.
Take your guns out and pow! We don't carry weapons anymore. The major is trying this thing like in the UK. Handcuffs and a baton, be careful, Gastron. Great. This Matcha-Latte is delicious. So, dann sehen wir als nächstes die Ratten, aber leider sind die 30 Minuten auch vorbei. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen von dem Spiel mit dem Namen Echo Generation und habt selber Bock drauf, das zu zocken. Es hat ja auch einen schönen Style. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut doch in meiner Spielebibliothek von A bis Z auf YouTube vorbei. Da sind über 690 Spiele und da findet ihr bestimmt den ein oder anderen Titel für euch, den ihr noch Bock habt zu zocken. Von daher hoffe ich, ihr lasst doch ein Abo da, ein Like, folgt mir auf Twitch, Twitter und Instagram. Damit würdet ihr die Spielebibliothek wirklich sehr unterstützen. Das ist kein Fake, sondern wirklich gut supporten und ich würde mich dafür sehr freuen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Von daher vielen Dank, bis zum nächsten Mal, bye bye, euer Tops.